Herzlich willkommen zum vierten Teil unseres Videopodcasts Vermüllt die Welt. Heute geht es um den Müll in ethischer Perspektive. Worin besteht eigentlich das Problem eben in ethischer Hinsicht? Und für dieses Gespräch habe ich Stefan Einsiedel zum Gespräch gebeten. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Zentrum für globale Fragen der Hochschule für Philosophie. Er beschäftigt sich als Biologe und Volkswirt eben mit wirtschaftsethischen und umweltethischen Fragen, großen Themenfeld der Nachhaltigkeit. Und da gehört das Thema Müll irgendwie mit dazu. Wir kennen uns und deswegen duze ich ihn. Hallo, grüß Gott, Stefan. Hallo, Thomas. Ich will mal mit einer Frage anfangen. Warum sprechen wir eigentlich über dieses Thema? Also Müll ist ja irgendwie ein altes Thema, wahrscheinlich so alt wie die Menschheit selber. Also spätestens seitdem die Menschen sesshaft geworden sind, haben sie irgendwie Müll hinterlassen. Die Archäologen graben heute drin herum. Trotzdem wird über Müll seit einiger Zeit sehr viel gesprochen. Was hat sich geändert? Warum ist der Müll heute ein Thema, sodass sogar Papst Franziskus in Laudato Si in seiner Enzyklika einen ganzen Abschnitt dem Müll widmet? Was hat sich geändert? Stimmt, Müll ist tatsächlich ein uraltes Problem der Menschheit, wahrscheinlich wesentlich älter als die Menschheit. Also seit es Leben auf dem Planeten gibt, gibt es Müll. Nur Müll war immer das Problem der anderen. Es war nie das Problem von demjenigen, der es verursacht, sondern immer das Problem von anderen Leuten, denen dieses angeblich wertvolle Material aufgedrängt wurde. Und was sich sicherlich verändert hat in der letzten Generation, ist, dass diese anderen wesentlich mehr geworden sind. 1950 hatten wir 2,5 Milliarden Menschen, jetzt fast bald 9 Milliarden Menschen. Wir haben eine fast Verdreifachung der Menschheit in weniger als einer Generation. Wir haben in der Zeit eine Vervierfachung dessen, was pro Kopf produziert wird. Und durch diese immense Zunahme an einer Gütermenge, die vorher unvorstellbar gewesen ist, kommen wir einfach an die Grenzen dessen, was für den Planeten handelbar ist. Früher war das organischer Abfall. Wenn eine kleine Stadt an einem großen Fluss gebaut war, dann konnte das einfach abgebaut werden. Und wenn Nachbarn ein Problem hatten, haben sie sich gemeldet. Inzwischen sind diese natürlichen Abbaukapazitäten überhaupt nicht mehr da. Ah, das heißt, auf der einen Seite ist einfach die Müllmenge größer geworden durch diese größer werdende Menge an produzierten Gütern. Gleichzeitig ist es jetzt etwas platt gesagt, wird es halt einfach immer enger, sodass der Müll auch die anderen immer mehr stört. Dann. Genau. Und er war früher größtenteils organisch. Das war Holz als Baumaterial, das waren Steine und das war das Organische, was wir durch die Nahrung wieder von uns gegeben haben. Damit kann die Natur umgehen. Das ist auch ein Problem, wenn sehr viele Menschen sind. Aber seit den 50er Jahren haben wir Plastik in irren Mengen und wir haben hochgiftige Materialien, die wir freisetzen, die es früher so nicht gegeben hat. Also die Menge des Mülls hat sich vergrößert, aber auch die Qualität, also die Beschaffenheit des Mülls hat sich verändert. Genau. Zum Beispiel Dauerhaftigkeit und solche Dinge. Jetzt haben wir schon so problematische Aspekte des Mülls angesprochen. Worin genau besteht dieses Problem in ethischer Hinsicht? Also warum beschäftigt sich ein Ethiker mit dem Thema Müll? Ich glaube, das Problem ist, dass sich die Ethik lange Zeit damit nicht beschäftigt hat, weil Müll dazu einlädt, es zu verdrängen. Es ist so eine vermeintliche Unsichtbarkeit. Man schmeißt es weg und damit ist es erstmal weg. Man sieht nicht, man muss der Person, der man dadurch schadet, nicht in die Augen sehen. Das ist gerade, wenn wir CO2 ausstoßen und damit die Atmosphäre zerstören, sehen wir die meisten Opfer überhaupt nicht. Und neben dieser Unsichtbarkeit ist es auch diese vermeintliche Unvermeidbarkeit von Müll. Ich glaube, in historischen Zeiten ist man einfach davon ausgegangen, wenn ich produziere, dann ist unvermeidbar, dass Müll anfällt. Und etwas, das unvermeidlich ist, das muss ich nicht ethisch allzu groß mich damit auseinandersetzen. Da muss ich sehen, dass ich den Menschen, die davon betroffen sind, einigermaßen sie dafür kompensiere. Aber es ist eben unvermeidlich. Und damit täuschen wir uns auch gerne heute noch, dass wir von der Unvermeidlichkeit ausgehen. Und dann sicherlich noch das dritte Problem, dass das Müll immer mit Produktion zu tun hat und mit Überfluss an Produktion, an Überfluss an Dinge, die man haben kann, und dass die traditionelle Ethik oder das, was wir an kulturell-religiösen Erbe haben, eigentlich diesen Überfluss kaum kannte. Und wenn es da war, dann war es etwas, ein Segen. Dann war das etwas, was man erstrebt hat. Der Überfluss hat gezeigt, dass es Gott gut mit uns meint. Das ist das Paradies. Und nun stellen wir fest, dass wir, wenn wir auf materielle Weise dieses Paradies hier auf Erden verwirklichen wollen, dass wir damit ganz, ganz schlimme Folgeschäden verursachen. Ja, genau. Also wenn man etwas irgendwie als ethisch problematisch bewertet, dann meint man ja oft damit, dass also legitime Rechte, Ansprüche von bestimmten Betroffenen dadurch verletzt werden. Wie würdest du das jetzt mit Blick auf Müll
Also wer wird hier in welchen Ansprüchen nicht wahrgenommen oder eben verletzt? In allererster Linie künftige Generationen. Genauso gut die, unsere ganze Mitwelt, die nicht menschlich ist. Wenn wir sehen, wie brutal wir die Masse an Säugetieren auf diesem Planeten um 80% reduziert haben. Und dann natürlich in allererster Linie die Ärmsten dieser Welt, die mit dieser Plastikflut alleingelassen werden und damit völlig überflutet werden. Das Problem ist, dass wir in der Vergangenheit, in den Wirtschaftssystemen, im Kapitalismus wie im Kommunismus davon ausgegangen sind, dass das Fragen der Verteilungsgerechtigkeit sich auch zum Stück weit dadurch abfedern lassen, dass wir einfach mehr produzieren. Mhm. Alle Systeme des 20. Jahrhunderts haben Probleme dadurch zu lösen versucht, dass die Gütermenge gesteigert wurde und alle waren Gewinner, die einen mehr, die anderen weniger, aber man hat vermeintlich gedacht, jeder würde von dieser Ausweitung produzieren und diese einfache Lösung gibt es nicht mehr, die ist im 21. Jahrhundert an die Grenzen gestoßen. Okay, du hast jetzt gerade von den Ärmsten der Armen schon gesprochen und du hast selber ja in Indien geforscht für deine gerade frisch abgeschlossene Dissertation und darf ein bisschen Werbung machen, dass das Buch erschienen ist. Als du in Indien geforscht hast, also selber auch in Elendsvierteln warst, also es ging ja eigentlich um das Thema Armut, aber ist dir das Thema Müll indirekt oder direkt auch begegnet? Ja, das ist in erster Linie ein städtisches Problem. Am Rand der Großstädte, in den Slums, ist der Müll ganz eindeutig da. Das ist zum einen der Müll, der da selber produziert wird und nicht abgeholt wird, weil die Infrastruktur überhaupt nicht funktioniert. Und dann noch viel schlimmer, der Müll der Reichen, der in den Müllkippen völlig unsachgemäß gelagert wird und die Armen in der Verzweiflung versuchen, noch Essensreste zu finden. Das ist zeigt ein völliges, kaputtes System. Darüber hinaus allerdings ist auch immer für mich ein Augenöffner gewesen, wenn man in ganz armen Ländern, in ländlichen Regionen ist, also ganz stark ist es in Äthiopien, aber man sieht es auch, wenn man in Urwaldgegenden Indiens hineingeht, da sieht man, dass es überhaupt keinen Müll gibt, weil Menschen in wirklich großer Armut, die sie aber nicht als solche unbedingt empfinden, vor allen Dingen eben organische Abfälle haben. Und das Wenige, was es da dann an Plastiktüten und Cola-Dosen mal gibt, das ist für die Menschen wertvoll, das wird aufgehoben. Da ist kein Müll erkennbar. Okay, also der Müll auch als Folge oder andere Seite dann auch wachsenden Wohlstands oder Reichtums dann auch. Oder? Ja. Damit wären wir aber wieder ein bisschen fast bei dem Punkt, den du angesprochen hattest, fand ich ja interessant zu sagen, also wir haben lange Zeit gar nicht über Müll nachgedacht, weil wir das irgendwie sowieso für so unvermeidlich gehalten haben, dass man denkt, also da brauchen wir dann auch gar nicht groß drüber nachdenken, weil man dann noch eh nichts tun kann. Aber jetzt als Ethiker bist du natürlich der Meinung, dass man auch in diesem Feld irgendwie etwas tun kann, sonst bräuchte man tatsächlich sich keine Gedanken machen, was man tun soll. Also wenn man etwas gegen die Vermüllung der Welt tun möchte, wie könnte das aussehen? Oder wenn man mal so die klassischen Ebenen unterscheidet, also wir alle so oder dann auch vielleicht Ebene von Unternehmen und dann aber eben auch so politische Ebene, vielleicht bis hin ins Globale oder so. Also wer hat auf welcher Ebene welche Verantwortung in diesem Thema? Es ist sehr wichtig, das tatsächlich gut zu differenzieren. Also zum einen haben wir natürlich als Verbraucher alle die Verantwortung mit jeder Verkaufsentscheidung, aber wir sehen, dass die Verbraucher damit überfordert sind, wenn man ihnen das Einzige dafür verantwortlich macht. Das ist wahrscheinlich eine der größten politischen Herausforderungen jetzt im frühen 21. Jahrhundert, ist es mit Sicherheit zu sehen, dass wir in unser wirtschaftlich-politisches System eine Art Bepreisung von Müll brauchen, eine Einpreisung von Umweltschäden, das betrifft CO2 ganz stark, aber das muss auch den Müll genauso betreffen, die wirklich die wahren Kosten deutlich macht, dass ich bei jeder Einkaufsentscheidung deutlich mehr für Verpackung, für diese immensen Mengen an Müll bezahle und auch wirklich dafür belohnt werde, wenn ich mit der eigenen Milchkanne sozusagen wieder hingehe und einkaufe. Aber in dem Beispiel sieht man auch schon, dass Hygienefragen damit betroffen sind, Verteilungsfragen. Und das ist eine ganz große Frage auch der Gesetzgebung. Also oft sagen Supermärkte zum Beispiel, dass sie aufgrund von Hygienevorschriften diese immense Plastikflut überhaupt nicht vermeiden können. Also da muss auch an ganz, ganz vielen Stellschrauben gleichzeitig was geändert werden. Was wären so deine ersten
Also angenommen, du würdest jetzt auf einen Schlag über Nacht über große politische Macht verfügen, sagen wir mal auf nationalstaatlicher Ebene zunächst mal. Was würdest du als erstes angehen, wenn du sagst, oh Gott, ich will die Vermüllung der Welt, ich will irgendwie was dagegen tun? Es wäre eine deutliche CO2-Steuer. Mhm. CO2-Steuer betrifft auch Plastik, betrifft Transport. Und ganz wichtig ist es dabei, dass diese immensen Mengen an Geld, die dabei reinkommen würden, entsprechend klug wieder ausgegeben werden müssten. Wir könnten also mit einem Teil würde verwenden, zum Teil würde sich allein dadurch die Masse schon etwas reduzieren. Aber es ist ganz wesentlich, dass wir einen sozialen Ausgleich damit haben, dass wir Umweltprojekte damit auf jeden Fall finanzieren und dass es nicht verwendet wird, um Löcher an anderer Stelle im Rentensystem jetzt zur Behebung der Corona-Krise oder so verwenden, sondern dass es wirklich, wir brauchen das Buy-in von allen Bevölkerungsgruppen. Es müssen alle merken, dass sie aus so einer Sache auch wirklich gewinnen können. Es muss sich lohnen für die Menschen, dass es ein solches System gibt und gerade die Leute mit einem niedrigen Einkommen müssen feststellen, dass sie da auch wirklich einen Vorteil aus so etwas haben, wenn sie ressourcenbewusst leben. Mhm. Ressourcenbewusst, was ja auch heißt, weniger müllintensiv, also zu leben dann, ja. Jetzt gibt es, wenn man über das Thema Müll diskutiert, wenn man sich Veröffentlichungen anschaut, Debatten anschaut oder so, dann taucht immer wieder seit etlichen Jahren nun schon auch dieser Begriff der Kreislaufwirtschaft auf. Und damit ist ja in der Regel mehr gemeint, als wir verstärken das Recyceln, sondern in der Regel ist wirklich gemeint, hier eine gravierende Umstellung unserer Art zu produzieren und zu konsumieren, eigentlich so zu produzieren, dass möglichst wenig anfällt, was in die Tonne muss. Man könnte sagen, eigentlich, dass möglichst wenig abfällt, sondern dass alles irgendwie unmittelbar, mehr oder weniger unmittelbar in Verwertungskreisläufe zurückfließen kann. Ist das gerade mit Blick auf unsere, ja, du hast das Thema ja schon Gütervermehrung angesprochen, ist das in einer so wachstumsorientierten Wirtschaft und Gesellschaft, wie wir ja immer noch sind, ist das nicht eine völlige, also naive Utopie oder hat diese Idee Kreislaufwirtschaft einen Sinn? Die hat einen großen Sinn, wobei es tatsächlich so ist, also sie ist in einer Gesellschaft, die sich vor allen Dingen durch Wachstum und durch reinen Güterwachstum definiert, ist es ganz schwer umzusetzen. Es gibt eine ganze Reihe von Beispielrechnungen, die sagen, dass Kreislaufwirtschaft ein Teil der Lösung sein wird, aber längst nicht ausreicht. Ich glaube, dass uns auch hier ein Blick in die Geschichte ganz gut helfen kann. Die Leute im Mittelalter und der Neuzeit waren auch an Wachstum interessiert. Aber sie haben oft gemerkt, dass das ökonomisch nicht möglich ist, militärisch sehr begrenzt ist. Mhm. Und haben gerade in Kunst, Kultur, in Gartenbaukunst, in Architektur, in Musik sich versucht, exzellent zu sein, hervorragende Dinge zu schaffen, sich auszudrücken und drücken, ein großes persönliches Wachstum zu haben, auch damit anzugeben und Größe zu zeigen. Also es ist wahrscheinlich so, dass das Menschen einfach das auch brauchen für ihr Ego. Aber das von materiellen Beschränkungen einigermaßen zu entkoppeln. Und das Problem ist sicherlich, dass wir die letzten Jahrzehnte gedacht haben, dass Wachstum vor allen Dingen etwas Materielles ist und andere Kategorien hier völlig unterbelichtet worden sind. Das wäre dann also eine deutlich andere Qualität, also nicht der Verzicht auf Wachstum, aber doch eine deutlich andere Qualität von Wachstum, die eben den Vorteil hätte, dass sie nicht mit dieser schieren Mengensteigerung an materiellen Gütern und damit dann auch eben auch an entsprechenden Abfall und Müll verbunden wäre. Okay, und insofern würde es, okay, und wenn man das alles mitbedenkt, hätte dieses Konzept der Kreislaufwirtschaft schon einen gewissen... Hat einen großen Reiz, was mir da jetzt gerade noch spontan einfällt. Wir reden hier sehr viel über Schwellenwerte für Mindestgerechtigkeit für Menschen, was Menschen mindestens Möglichkeiten haben zu konsumieren. Interessant finde ich die Diskussionen, Ingrid Robbins ist hier führend, ob es nicht auch sinnvoll wäre, über Obergrenzen nachzudenken. Es gibt viele Beispiele, dass man sagt, dass Superreiche keinen wirklichen Glücksvorteil mehr aus dem übermäßigen materiellen Konsum ziehen können,
dass dort Familienkonflikte überproportional zunehmen und viele der Menschen, wenn man dann Interviews mit älteren Führungspersönlichkeiten hört, dann sagen, ach, sie wünschten, sie hätten dieses immense Vermögen überhaupt nicht bekommen, sie wären mit wesentlich weniger zufrieden gewesen. Und da gibt es eine gesellschaftliche Diskussion, ob hier nicht gewisse Obergrenzen auch sinnvoll wären, was Konsum, was puren Besitz betrifft. Okay, also interessante, spannende, also politische Forderungen eben auch. Es wird ja oft unter Stichwort Konsumkorridor verhandelt, dass man eben sowohl von unten her gewisse Mindeststandards gewährleistet, aber auch von oben her dann vielleicht Deckelungen vornimmt dessen, was ich konsumieren und was ich besitzen kann, was im Endeffekt, so verstehe ich dich, eben auch dazu führen würde, dass dann auch entsprechend weniger Müll anfällt. Das ist natürlich eine spannende Forderung, da könnte man jetzt noch lange drüber diskutieren, wie politisch durchsetzbar die ist. Mir klingt es plausibel, aber das müsste man dann sich noch näher anschauen. Eine abschließende Frage, geht so ein bisschen ins Persönliche. Gibt es eine, sagen wir mal, müllvermeidende Verhaltensweise, wo du sagst, die fällt dir selber auch besonders schwer? Da bin ich vielleicht so drin in der Logik unseres Wirtschaftens und Lebens, dass mir das schwer fällt, wenn du das sagen möchtest, wenn es da was gibt. Ich glaube ehrlich gesagt, dass das die größte Versuchung für mich und wahrscheinlich viele meiner Generation sind Reisen, auch Flugreisen. Das war als Wissenschaftler einige Zeit unvermeidbar, da nach Afrika und Indien zu fliegen. Ich habe da Freunde und jetzt als Familienmensch kann auf manche Flugreisen verzichten. Aber kann man das innerhalb der Familie so durchsetzen und sagen, nee, wir fliegen nicht nach Afrika, wir fliegen nicht nach Amerika? Das ist ganz schwierig. Und da merke ich dann selber die großen ethischen Konflikte. Da kann ich selber sagen, ich habe es schon gesehen, aber darf ich das Menschen, die ich liebe, auch so zumuten? Und da hilft es mir dann wieder, dass es ja gewisse Möglichkeiten der Kompensation zum Beispiel gibt. Ich habe in meiner Doktorarbeit mich auch sehr stark mit diesen Klimazertifikaten beschäftigt und habe in Indien festgestellt, dass es wirklich helfen kann. Das heißt, ich zahle freiwillig einen Preis für den unvermeidbaren Flug, den ich reduziere, aber den ich nicht völlig verzichten will. Und weiß, dass zumindest für dieses Geld dann in Indien Leute Kochtöpfe kriegen, die wesentlich weniger CO2 verbrauchen, wo ich weiß, es wird weniger Brand gerodet, wo ich weiß, die Leute sitzen nicht mehr in verdampften Hütten mit einer ganz niedrigen Lebenserwartung, sondern leben wesentlich gesünder. Und das ist dann für mich ethisch einigermaßen akzeptabel, aber ich weiß, dass ich da immer noch eine Umweltsau bin. Okay. Gut, es ist jetzt kein Beispiel für ganz konkret für das Thema Müll, es sei denn natürlich, man nimmt CO2-Ausschuss, ja, ist ja auch eine Art von Abfallprodukt einer bestimmten Art zu konsumieren, sich zu bewegen und so weiter und daher doch sehr vergleichbar. Lieber Stefan, ich danke dir ganz herzlich für diese ethische Einschätzung, für diese Anregungen. Vielen Dank dafür.